Hallo mein Freund Flavio Simonetti hier, willkommen heute zu einem neuen spannenden Thema und zwar Leben am Limit, Kohlenhydrate ab 18 Uhr. Was machen sie mit dir? Wirst du dadurch dick oder nicht? Viel Spaß dabei. Bevor wir auf den Punkt kommen, eine ganz wichtige Sache und zwar muss man erstmal verstehen, was Kohlenhydrate sind und welche Funktion sie haben bzw. wie sie auf dem Körper wirken. Kohlenhydrate ja, sind Energielieferanten und dienen hauptsächlich zum Beispiel auch der Bereitstellung für das Hirn. Das Wichtige, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die Möglichkeit, die Kohlenhydrate zu speichern, sehr gering sind. Erstens in der Leber und zweitens in den Glykogenspeicher, zum Beispiel in der Muskulatur. Insgesamt umfasst das aber je nach Erfahrungsgrad zwischen 250 oder 200, wenn man extremer Anfänger ist, kann es auch weniger sein, bis ungefähr maximal 500 Gramm Kohlenhydrate. Der Rest wird in Fett eingelagert. Das heißt, wenn man zu viel Kohlenhydrate isst und der Körper aber nicht verwerten kann, dann schaut das schlecht mit dem Fettzunahme aus. Wir kommen zum zweiten wichtigen Aspekt und zwar die Stoffwechselrate. Man hat herausgefunden, dass es dem Stoffwechsel egal ist, ob man eine oder sechs Mahlzeiten am Tag isst. Wichtig ist vor allem das Kaloriendefizit. Das gleiche gilt bei den Kohlenhydraten. Der Körper hat keine innere Uhr und kann von daher nicht sagen, okay, ab dieser Uhrzeit will ich das gar nicht mehr, sondern das Wichtigste ist, wie vorher schon gesagt, die Gesamtkalorien müssen im Defizit sein, dass du effektiv abnehmen kannst. Das Auslassen von Mahlzeiten oder Kohlenhydrate hat auf den menschlichen Stoffwechsel keine Auswirkung. Diverse Studien widerlegen sogar, dass man bei abendlicher Aufnahme von Kohlenhydraten zunimmt. Viel interessanter ist nämlich, dass man herausgefunden hat, dass wenn man abends viele Kohlenhydrate isst und tagsüber weniger im Vergleich zur Gruppe, die abends wenig Kohlenhydrate isst und tagsüber viel, ein geringeres Hungergefühl stattfindet. Das heißt, wenn du tagsüber nicht so viel Kohlenhydrate isst und abends extrem viel, kann es sein, dass du nicht so viel Hunger hast und das natürlich optimal in einer Diät und hilft dir langfristig besser abzunehmen. Das Gute ist an Kohlenhydraten, dass sie einfach lange satt halten durch das erhöhte Nahrungsvolumen. Das bedeutet, dass Reis, Kartoffeln und Nudeln natürlich durch das Speichern von Wasser in der Nahrung auch dafür sorgt, dass du viel mehr im Bauch aufnimmst und das natürlich während der Diät auch deutlich länger satt hält. Du könntest sogar abnehmen, wenn du jeden Tag Kuchen isst. Wichtig wäre natürlich das Defizit der Kalorien. Das Wichtigste ist aber für Trainierende, dass du nach dem Training Kohlenhydrate isst, um deine Regeneration zu beschleunigen und die Glykogenspeicher zu füllen. Es ist egal, um wie viel du Kohlenhydrate isst. Wichtig ist, dass man die Kohlenhydrate langfristig nicht zu niedrig hält, denn ja, das geht manchmal auf die Laune und sorgt dafür, dass man häufiger Hunger hat. Wenn du aktuell mit deinem Training oder deiner Ernährung bei der Diät nicht wirklich zufrieden bist, beziehungsweise merkst, Mensch, da kommen extrem viele Fragen auf, kann ich dir meine App empfehlen. Die heißt Coach Carter, so schaut die aus. Gibt es im App und Play Store und dort bekommst du einen auf dich angepassten Trainings- und Ernährungsplan mit Coaching von meinen Trainern. Also wenn du Interesse hast und merkst, irgendwie kommt das nicht so gut, ich komme nicht voran, ich stagniere, es geht nicht weiter, lade dir die App Coach Carter runter. Ich habe versprochen, dass es das jetzt bald gibt und zwar will ich das erste Video auflösen. Ich gehe direkt mal auf das Video drauf und scroll einfach runter. Und wenn du dabei bist, dann schreib mir bitte unter flavio.simonetti auf Instagram. Okay, und stopp. Hier, wir haben den 7er Rocker. Bitte anschreiben. Ich zoome nochmal ran. 7er Rocker. Schreibe ich bitte auf Instagram an mit deiner Adresse und du bekommst alles zugeschickt. Wenn dir das Video gefallen hat, like, kommentier und gib ein Abo mit der Alarmglocke. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es heißt abnehmen oder zunehmen und in Topform kommen. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.